Hallo, Stia, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Die erste Woche, Monat Juli. Schauen wir mal zusammen, Stia. Starke Energie, Stier. Hinter dem Deck, Ass der Stäbe. Du hast eine sehr gute Energie hier auf dem Tisch. Eine sehr positive Energie, ja. Also, wir schauen jetzt weiter. Manchmal ist das so, also entweder hat das jetzt direkt doch mit dir zu tun, Stier, dass das direkt mit deiner Person zu tun hat, mit dir zu tun hat, oder? Dass das durch eine andere Energie kommt. Aber die Sache ist, weil das ist mein Gefühl hier, wie ich habe das Gefühl bei dir gerade, wir haben eine Energie hier, die eigentlich nicht nur mit dir zu tun hat oder nicht direkt durch dich kommt, ja. Du hast Ass der Stäbe hinter dem Deck. Ass der Stäbe ist eine sehr positive Energie für eine neue Möglichkeit. Eine neue Möglichkeit, die sich hier für dich anbietet, mit sehr viel, also es ist wie gesagt sehr positiv, die Energie aus der Stäbe. Es kann mit der Arbeit zu tun haben. Stier, das kann hier Arbeit für dich sein, das kann hier eine neue Situation. Immerhin ist Ass der Stäbe, das ist was Neues, eine neue Möglichkeit, die sich hier anbietet für dich. Eine sehr positive Energie, nochmals. Es kann hier, wie gesagt, mit Arbeit zu tun haben. Wir schauen weiter. Wow, Stier. Die Karte der Narr und Ass der Stäbe. Beide Karten reden über eine neue Möglichkeit, die sich für dich anbietet. Sogar ein neues Abenteuer ist hier. Das Gefühl ist, die Situation hier zeigt sich wie ein Abenteuer. Neue Anfänge, tatsächlich. Ich meine jetzt Stier, das ist, was ich hier habe. Interessant. Ich meine, du kommst hier von einem Drei der Schwerter, der gehängte Drei der Schwerter, die Hohepriesterin. Ich sehe hier natürlich Sternzeichen Fische ist hier. Drei der Schwerter. Also, von Erzengel Michael zeigt sich für dich auch neue Anfänge und ein frischer Start. Von Erzengel Michael zeigt sich für dich diese neue Anfänge und die Karte verpflichtet dich, Stier, verpflichtet dich. Wie du siehst, einen frischen Start, neue Anfänge und einen frischen Start. Und das ist ungefähr das Gefühl, was ich hier bekomme. Du kommst schon aber von einer komischen Situation da. Also Drei der Schwerter deutet schon auf einen Treubruch oder eine komplizierte Energie hier von Blockade. Also Stier. Ich sehe schon, dass deine Energie blockiert war. Ja? Entweder weil eine Person deine Energie blockiert hat
oder du das Gefühl hast, dass eine Person deine Energie blockiert hatte? Die Hohepriesterin und der Gehängte, sprichst du eine klare Blockade in der Energie, sogar in der Liebe, Stier. Wenn du das Gefühl hattest, dass die Liebe für dich auch, dass du nicht so viel Glück in der Liebe hattest oder sowas, es hat hier mit einer, in manchen Fällen eine Hohepriesterin zu tun. Ich spüre hier bei dir drei der Schwerter, also das Gefühl bei mir ist eine Befreiung. Es gibt hier eine Art von Loslassen, von Befreiung, von einem neuen Abenteuer. Es gibt hier einen neuen Abenteuer für dich, Stier. Und für mich gerade ist egal, für welche Situation ich hier jetzt rede. Das ist für mich gerade nicht wichtig, weil jeder von uns hat eine ganz andere Situation. Und nicht alle Sternzeichen Stier auf der Welt haben das gleiche Leben. Von da aus, für mich persönlich ist das gerade nicht wichtig. Aber weil du weißt schon, in welcher Situation du dich befindest. Von da aus, du weißt ganz genau, ob das hier für dich Arbeit ist oder das mit einer familiären Situation zu tun hat oder was das hier ist. Die Energie zeigt sich sehr positiv für dich. Ja, das kannst du mir glauben. Ja. Ich habe sehr viel Feuerelement bei dir auf dem Tisch. Sternzeichen wieder Löwe. Oder Wassermann, wollte ich sagen. Interessanter. Also Löwe wieder Schütze ist bei dir auf dem Tisch. Aber du hast auf diesem Würfel Sternzeichen Stier wie du und die Nummer 4 spricht auch über Stabilität. Die Karten, die für dich gekommen sind, ist eine 9. Münzen, 6. Münzen und eine Königin der Stäbe. Diese Königin der Stäbe hier kann natürlich perfekt über deine eigene Energie reden, egal ob du Mann oder Frau bist. Ja, egal ob du Mann oder Frau bist, das kann für deine direkte Energie reden, denn du hast auch Ast der Stäbe. Ast der Stäbe und die Königin der Stäbe. Wir reden über sehr viel Leidenschaft hier. Stier, viel Leidenschaft in dem, was du gerade machst. Egal, ob du jetzt sagst, aber ich arbeite ja nicht mehr. Ich bin schon im Rentner und ich arbeite nicht mehr. Okay, ist kein Problem, weil die Energie, die sich hier zeigt, ist natürlich trotzdem sehr positiv. Wir reden hier über eine bestimmte Leidenschaft bei dir. Kann diese Leidenschaft eine neue Person sein? Ja. Kann diese Leidenschaft die Arbeit sein oder eine neue Möglichkeit, die sich für dich anbietet hier? Die sehr, ja. 9. Münzen. 6. Münzen. Und die Königin der Stäbe. Ich sehe hier Geld, Stier, Geld, was man bekommt. Ich sehe hier Hilfe. Wie soll ich dir das am besten sagen? Ich spüre hier, einer Person hilft. Das Gefühl ist, entweder ich helfe dir oder du hilfst mir. Weil die Legung, wie wir gut wissen, kann sich ja spiegeln. Und jetzt kommt drauf an, ich sehe 6. Münzen da oben in der Mitte. Und das hat mit einem Geben und Nehmen zu tun. Das ist eine Gerechtigkeit. Achtung hier. Das spricht hier über eine Gerechtigkeit. Das ist eine Situation, die vielleicht, wo keine Gerechtigkeit gab, wo eine Ungerechtigkeit gab. Und jetzt kommt eine Gerechtigkeit irgendwie. Und du siehst 9. Münzen und 6. Münzen. Das Gefühl ist, dass man hier Geld gibt. Stier, ist das Gefühl hier vielleicht, dass nicht nur die Liebe bei dir, sondern auch deine Finanzen blockiert waren? Hast du das Gefühl gehabt, dass deine Finanzen blockiert waren? Stier, das ist so eine starke Energie immer wieder bei dir. Ich meine, so wie ich manchmal bei anderen Sternzeichen eine andere bestimmte Energie habe, habe ich bei dir immer eine Energie von, soll ich dir ehrlich sein, von einer Art von Hexerei, ne? Oder Magie oder so eine Art. Also, dass man extra wirklich absichtlich bei dir was blockiert hat und nicht was, sondern alles blockiert hat. Die Liebe blockiert hat, die Finanzen blockiert hat und alles. Ich weiß, dass wir nicht alle daran glauben.
dass Menschen natürlich skeptisch da sind, das weiß ich. Ich weiß auch nicht anders. Aber die Sache ist, die Energie zeigt sich, Stier. Die Energie zeigt sich. Es ist zum Weinen, ja? Sage ich dir ganz ehrlich. Es ist zum Weinen, ja? Und das ist so. Ist so ist, wie ich dir das sage. Und diese Menschen, die dich blockiert haben, sind nicht mal so weit weg von dir. Sage ich dir aber auch. Nicht mal so weit weg von dir. Das ändert sich. Das will ich noch dazu sagen. Das ändert sich. Das ändert sich. Stier. Nicht vergessen, positiv bleiben. Immer. Es ist egal, was man hier mit dir versucht hat oder was wir hier in Wirklichkeit alles haben, weil in manche Fälle, Stier, reicht es, wenn eine Person irgendeinen bestimmten energetisch jetzt eine Energie gegen dich hat und sehr stark und ständig diese Energie gegen dich hat. Es reicht schon, damit dir so schlecht geht. Manchmal ist das nicht mal Magie oder Hexereien, sondern wie ich immer sage, Neid oder Eifersucht kann viel schlimmerer sein als Hexereien. Und das ist, was ich hier habe. Was auch nicht wahr sein kann, ist, dass das immer bei dir sehe, oder? Ich meine jetzt. Das ist nicht normal. Schau mal, du hast hier den Magier und die Hohepriesterin. Der Magier und die Hohepriesterin und der Herrscher. Und diese Menschen sind nicht so weit weg von dir. Sternzeichen Fische zeigt sich extrem. Sternzeichen Fische zeigt sich extrem. Aber wieder, Sternzeichen wieder nämlich. Stier wie du, muss ich dir auch sagen. Ja, und ja, Feuerelement ist da. Ja, Feuerelement nochmals. Ja. Stier. Ich weiß auch nicht, was das ist. Diese Energie habe ich momentan sehr stark vom Betrug. Was von einer bestimmten Firma kommt oder Behörde. Sendestäbe. Ich habe hier bei dir eine Situation, die nicht zu ertragen ist. Wo eine Person sagt, ich kann nicht mehr. Ich bin motivationslos, ich bin nicht motiviert. Ich weiß auch nicht, ich bin nicht mehr motiviert. Es motiviert mich nicht mehr. Nichts mehr. Also irgendwie tatsächlich das Gefühl ist, jemand hat mir hier was gemacht. Tatsächlich, Stier. Ich sage es dir ganz ehrlich. Ich glaube, du denkst das sogar auch. Ich glaube es doch sogar, du denkst das auch, dass jemand dir was angetan hat. Weil das spüre ich hier. Du bist Motivation oder das Gefühl, was ich hier habe. Schau mal, du hast in der Mitte, Stier, siebente Schwerter. Achtung, die Legung kann sich für die Cross Watchers spiegeln. Ja, natürlich. Das kann ich ja nicht ändern. Ja, ich kann auch Sternzeichen Stier in meinen astrologischen Chart haben und die Energie redet für mich auch, obwohl ich nicht Sternzeichen Stier bin. Also von da aus, das kann man ja nicht ändern. Das ist einfach so. Du hast in der Mitte siebente Schwerter und jetzt sage ich dir, bei Sternzeichen Schütze zeigte sich gestern dreimal siebente Schwerter. Eine Person macht hier einen Betrug und das ist sicher. Entweder kommt das durch Sternzeichen Schütze zu dir oder von dir zu Sternzeichen Schütze oder etwas ist hier. Wir reden hier über einen Betrug. Ja. Diesen Betrug kann durch eine Behörde kommen. Behörde. Ich sage Behörde. Ich sage nichts Bestimmtes. Ich sage Behörde. Und jeder weiß, mit welcher Behörde man hier zu tun hat. Hat das mit einem Geschäftspartner zu tun? Das hatte ich auch gestern bei Sternzeichen Schütze gesagt, ja. Ist das jetzt ein Geschäftspartner? Es gibt hier einen Betrug. Und bei Sternzeichen Schütze zeigte sich diesen Betrug gestern extrem. Klar, ich kann ja jetzt nicht wissen, wo kommt dieser Betrug her? Ich kann das nicht wissen. Dass die Energie mit Betrug zu tun hat, ja. Wir reden immer natürlich über Dreierbeziehungen, über Treulosigkeiten und so weiter.
Wenn ich dir ehrlich bin, was ich gestern bei Sternzeichen-Schütze vergessen habe, wenn du Sternzeichen-Schütze bist und hier bist, dann ist super für dich, weil vielleicht fehlt dir diese Information noch. Aber was ich gestern ge gespürt habe, ist natürlich, dass wir mehr, also mehr über eine Firma reden, aber eine wichtige, große Firma. Also so eine Firma, die viel mehr Macht hat als du oder ich. Also ich meine, klar, logisch. Also eine Firma, die mit dir, mit mir, mit uns allen machen kann, was die wollen. Und jetzt die Frage ist, wenn ich dir das sage, was sagt dir das überhaupt, ob dir das was sagt? Weil in manchen Fällen kommst du ja nicht in Resonanz und dann du bist in eine andere Zeit und sprichst ja nicht für dich. Ja? Die Energie, die ich hier habe, ist sicher. Und jetzt jeder muss wissen, spricht für mich oder nicht. Weil wenn du sagst, ich fühle mich wirklich gar nicht angesprochen, super, super. Das sage ich dir aber auch, super. Nicht, dass du denkst, ich möchte, dass dich das hier anspricht. Ich möchte nicht, dass das hier anspricht, für niemand. Aber hier gibt es einen Betrug. Ja, das ist einen Betrug. König der Stäbe, Siebente Schwerter und der Hierophant. Der Hierophant spricht auch über eine Behörde. Klar, welche Behörde jetzt? Da, wo man mit Geld. Es gibt hier einen Betrug. Jemand klaut Geld hier. Ich stehe gestern nach der Legung von Sternzeichen Schütze, ich habe keine andere Legung mehr machen können. Das hat weder mit Sternzeichen Schütze zu tun, noch mit niemandem zu tun. Es ist die Energie momentan. Die Energie momentan ist ziemlich anstrengend. Es hat mit der Matrix zu tun. Das will ich halt nur gesagt haben. In Wirklichkeit fast die Legung ist nicht mal so. Die Energie ist folgendes. Also wir reden hier tatsächlich über die Matrix, über das Matrix. Die Behörden, die das, die Macht haben, tatsächlich um Betrug. Wie viel ich hier jetzt auch reden kann, weiß ich auch nicht so genau. Wenn du sagst, Phoenix, also du, das spricht gar nicht für mich, sag mir was ganz anderes. Dann sage ich, dass ich hier eine Dreierbeziehung sehe. Du musst mich heute entschuldigen. Ich entschuldige mich bei dir, wirklich, ganz ehrlich. Weil heute, ich weiß auch nicht. Wir müssen ziemlich vorsichtig sein, das weiß ich. Also, wie gesagt. Stier. Ich sehe hier natürlich, wenn du mir sagst, also Phoenix, ich werde nicht betrogen, mir geht es gut. Ich bezahle meine Steuern wie jeder von uns, ganz normal. Es ist angemessen, es passt, es ist angemessen. Ich muss nicht mehr als ja, sonst bezahlen, ich muss nicht mehr als das und das. Wenn alles bei dir so in der Regel geregelt ist, und vielleicht doch mehr hier, dass die Situation ist. Stier, es gibt hier irgendeine Art von Betrug, was mit einem Haus zu tun hat, einem Eigentum, was mit Steuern zu tun hat, was mit einer Nachbarschaft zu tun hat, was mit einer Behörde. Und neue Anfänge. Warum neue Anfänge? Ich könnte es mir schon denken, weil gestern bei Sternzeichen Schütze war so ungefähr wie Ciao, ciao, Darling. Ich gehe. Bei Sternzeichen Schütze gestern war so ungefähr, ich wandere. Also ich wandere um, ich gehe woanders. Ich gehe hier raus. Ich möchte nicht mehr hier bleiben. Das war das Gefühl bei Sternzeichen Schütze gestern.
Schaue dir bitte die Lenkung von Sternzeichen-Schütze an. Da rede ich vielleicht sogar weniger über Behörden und so. Klar, weil mir fallen solche Sachen dann ein bisschen später dann, ja. Also in dem Moment fällt mir ja was, aber dann, wenn ich weiter analysiere, dann später, dann fallen mir noch mehr Sachen ein. Aber klar, ja. Weil dann analysiere ich ganz genau für mich und dann denke ich, wow, das ist tatsächlich das. Es kommt hier ein Betrug durch eine bestimmte Firma. Das kannst du mir glauben. Und in manchen Fällen, das weißt du, jetzt schon sogar. Warum? Weil du hast hier was vor. Du hast hier was vor. Also Stier, ich sehe, dass du eine große Geldausgabe hast, sehr wahrscheinlich. Sogar, dass du wirklich viel Geld bezahlen musst. Das Gefühl ist hier. Du musst entweder viel Steuern bezahlen oder viel hier was bezahlen. Die Gerechtigkeit, ja. Ja, das ist halt die Steuern für die Stadt. Ich sage es dir ganz ehrlich. Das Wort City, das ist die Stadt. Das sind die Steuern. Die Steuern für die Stadt. Qué fuerte. Hinter dem Deck läuft. Läuft weg. Diese Karte kam bei Sternzeichen Schütze gestern. In der Mitte. Diese Karte kam bei Sternzeichen Schütze in der Mitte. Und dann kommt die Karte hinhören, die Ohrenspitzen lauschen, zuhören und horchen. Also achte auf die Zeichen. Auch achte auf deinen Heiligen Geist. Auf den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist ist immerhin diese Stimme, die du immer wieder in deinem Kopf hast, die dir sagt, du sollst was machen. Aber manchmal ist das so, wir bekommen eine Idee im Kopf und wir lassen es einfach sein und wir machen weiter. Also achte auf diese Stimme, die du in deinem Kopf hast und dir Sachen sagt. Achte drauf. Nicht einfach sagen, ich lasse es einfach sein und ich fokussiere. Nee, was ist das, was deine Stimme dir sagt? Denn wir reden hier über Gefahr, Stier. Siebente Schwerter und die Karte Gefahr. Ja, hier steht Liebe in Gefahr, ja? Hier steht Liebe in Gefahr, aber für mich hier gerade das Wort wichtig ist Gefahr. Gefahr. Und wo ist Gefahr hier? Gefahr ist hier in einem Betrug, was man hier mit den Steuern in der Stadt macht. Es gibt hier die Karte der Teufel mit der roten Fahne. Schlimmerer kann nicht sein. Die Karte der Teufel, Sternzeichen Steinbock. Aber das ist für mich, Sternzeichen sind heute hier nicht so wichtig, außer Sternzeichen Schütze. Hier habe ich die rote Fahne mit der Karte der Teufel. Und das ist schon mal natürlich interessant. Plus die Karte Gefahr und siebente Schwerter. Du verstehst schon, was ich meine, oder? Sagen wir mal, dass für dich das mehr die Liebe ist, Liebe in Gefahr. Dann ist für dich die Liebe in Gefahr mit einer Person, die untreu ist. Ja? Deswegen habe ich es dir vorher gesagt, wenn ich dir was anderes sagen sollte und das nicht mit einer Firma zu tun hat, ist, dass wir hier mit einer Untreue auch zu tun haben. Wenn du sagst, das spricht für mich gar nicht, ich bin ledig, ich bin allein, mich interessiert das auch gar nichts, dann reden wir hier über das Matrix. Das ist Matrix hier. Matrix, pur. Pur. Matrix, pur. Und hier reden wir über Betrug. Du hast in dieser Ecke diese Karte und in dieser anderen Ecke hast du die gleiche Karte. Beide Karten. Für mich ist das hier die Gerechtigkeit. Ja, es zeigt sich hier irgendeine Balance. Diese zwei Tauben sind hier. Gerechtigkeit und nochmal Sternzeichen Schütze. Für mich ist das Sternzeichen Schütze. Wegen dieser ganzen weißen Tauben auch. Diese weißen Tauben hast du auch hier. Diese Karte sprichst du über Frieden. Und dann hier steht, eine Person mag hier sich weiterzubilden, sich weiterbilden. Es hat hier mit einer weiteren Bildung vielleicht zu tun und Heilungsprozess.
Heilungsprozess, Weiterbildung, also es kann hier, ja. Was spüre ich hier? Was spüre ich hier? Stier. Dass irgendetwas wird hoch hier kommen. Die Karte der Turm zeigt sich. Ich denke, etwas kommt entweder ans Licht, entweder dass ich plötzlich was merke und sage, hier stimmt was nicht. Das kann ja nicht stimmen. Etwas stimmt hier wirklich nicht. Die Energie sagt dir trotzdem, aber Stier, Achtung hier. Bleibe in deiner Mitte. Bleibe tatsächlich in deiner Mitte. Also. Tief Luft holen. Nicht vergessen, dass du in Matrix bist, aber dass du nicht nur Matrix bist. Ja? Du bist nicht nur Matrix. Ja, wir haben, ja, wir sind mehr als das. Ja, wir sind viel mehr als das. Deswegen dürfen wir nicht vergessen, dass egal was jetzt passieren wird, weil die nächsten Monate wird ziemlich kompliziert werden, egal wie das momentan jetzt, die nächsten Monate, sage ich jetzt so, wichtig ist, dass man in diesem Hier und Jetzt bleiben kann. Also hier bleiben kann, nicht was war oder nicht was kommen wird, sondern jetzt hier und jetzt bleiben kann. Dass man nicht vergisst, dass man immerhin in Matrix ist und dass man sich nicht den Kontroll, dass man nicht außer Kontrolle gerät, ja. Denn mit der Karte der Hierophant kommt hier ein Top Secret. Top Secret, wie gesagt. Sternzeichen Schütze hat diese Karte bekommen. Ich glaube Wassermann nämlich auch. Top Secret. Und das sind hier die zwei Möglichkeiten, die ich sehe. Denn wenn du mir sagst, dass das für dich tatsächlich nicht mit Matrix zu tun hat, nicht mit Geld, mit Steuern oder mit irgendeiner bestimmten Firma, wo du fühlst, dass du, dass ein Betrug gibt, wenn das nicht so ist, dann gibt es einen Top Secret tatsächlich, einen Geheimnis. Es gibt einen Geheimnis hier bei dir. Und die Energie zeigt sich gefährlich. Warum gefährlich? Es kommt jetzt auf deine Situation drauf an. Weil die Karte der Teufel mit der roten Fahne ist schon nicht mal gut. Es ist nicht gut. Und überhaupt, sieben der Schwerter mit dem Wort Gefahr ist auch nicht gut. Wenn ich hier mit einer Dreierbeziehung zu tun habe, Stier, die Energie sagt, sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Ja, also ich sage dir, was ich sehe. Die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist Erzengel Michael. Erzengel Michael kämpft für dich. Wir reden hier über eine Ungerechtigkeit tatsächlich. Und du siehst, die Gerechtigkeit zeigt sich. Also, wir können hier, wie gesagt, über, ja, das, was ich dir gesagt habe. Wenn das jetzt so ist, Stier, wenn wir hier über diese Ungerechtigkeit reden, in deiner Situation, mit deiner Familie oder so, Erzengel Michael, diese göttliche Gerechtigkeit ist da. Es gibt eine göttliche Gerechtigkeit. Wir reden über eine Konsequenzen von unseren Handlungen. Die sind die Konsequenzen. Jeder bekommt, was er verdient. Das ist Karma. Die Gerechtigkeit ist da. Sternzeichen Waage tatsächlich. Ja, ja qué fuerte, du Stier. Boah. Wow, Stier, ich glaube, ich habe mich nicht geirrt. Gar nichts habe ich mich geirrt. Du hast hier die Gerechtigkeit und das Gericht. Die Gerechtigkeit und das Gericht. Du wirst hier was erfahren. Es wird hier eine Gerechtigkeit gemacht.
Nochmals der Hierophant, und das hat hier mit einer Behörde zu tun. Behörde, die Gesundheit, also wie heißt das? Ja, diese Behörde, was mit der Gesundheit zu tun hat, ja? Die Versicherung, das hat mit einer Versicherung zu tun, das hat mit einer bestimmten Firma zu tun, einer Behörde, Finanzamt. Es wird hier eine Gerechtigkeit geben. Es wird Gerechtigkeit geben. Du hast drei wichtigen großen Arkana. Das Gericht, die Gerechtigkeit und der Hierophant. Was ich sehe bei dir. Power. Das ist, was ich hier sehe. Das ist die Königin der Stäbe und das spricht für deine Energie für kommende Woche. Du bist die Königin der Stäbe kommende Woche. So ungefähr. Wer gegen mich? Ja. Wer bitte schon gegen mich? Ja. Das ist deine Energie für kommende Woche und ich denke, Stier, du wirst hier viel Kraft zeigen. Du wirst dich verteidigen in deiner Situation. Aber du bist ja nicht allein, Stier, allein bist du nicht. Du hast die Erzengel Michael kämpft auf deiner Seite. Es wird hier eine Gerechtigkeit gemacht. Egal, worüber wir jetzt für deine Situation reden, du weißt ja, ich kann das nicht genau wissen, aber es wird hier eine Gerechtigkeit gemacht und ich sage dir, wer gegen mich, bitteschön, ja. Also du bist die Königin der Stäbe kommende Woche und das alles, was du, und die Energie sagt dir aber auch, Stier, bleibe nicht zu Hause mit den Ärmeln so ungefähr, ich warte, bis alles gelöst wird und so weiter. Nein, kämpft für das, was dich gehört. Du musst auch in der Matrix, müssen wir auch was machen. Wir können nicht sitzen und warten, dass diese göttliche Hilfe kommt oder diese göttliche Gerechtigkeit für uns alles macht. Das geht nicht. Wir müssen auch uns bewegen. Also das heißt, beweg dich auch für das, was dir gehört. Kämpfe auch für das, was dir gehört. Du bist sowieso nicht allein bei der Sache, weil du hast schon Hilfe, göttliche Hilfe dabei. Aber du musst auch was machen. Allein, die göttliche Hilfe kann allein nicht. Du musst auch in Matrix dich bewegen und dann bekommst du auch Hilfe. Ja. Denn die brauchen dich auch, um dass diese Handlung gemacht wird. Also die Engel brauchen auch deine Matrix-Bewegung hier. Ja, weil sonst, wie sollen die das machen? Die helfen dir dabei, aber du musst auch materiell dich bewegen können. Und die sind dann auf deiner Seite. Stier, das ist die Energie, die ich hier wirklich für dich spüre. So spüre ich das und so sage ich dir das. Die Energie ist ermächtigt, muss ich dir schon sagen, weil es ist deutlich. Ich finde, es ist deutlich. Also es ist deutlich. Ich wiederhole es nicht mehr. Es ist deutlich. Es ist deutlich. Man hat dich, dein Leben blockiert. Dein Leben wurde blockiert. Durch Menschen, die dich nicht gut, vieles Gutes wünschen. Diese Energie, die ich hier habe, eigentlich kommt nicht jetzt aus Zufall. Es ist kein Zufall hier. Nee. Du hast hier eine schlechte Energie rund dir, die dich, deine Energie, dein Leben generell blockiert hat. Und ich rede über alles. Ich rede über alles. Geld, Liebe und alles. Dies ist nicht nur eine Person, ich sehe hier mehrere Menschen. Mehrere Menschen, die gegen dich gearbeitet haben. Das kannst du mir glauben, Stier. Was ich sehe, ja, jeder bekommt von seinem eigenen Karma zurück. Da brauchen wir nichts zu machen. Ich sehe gerade die Nummer 222 in meiner Uhr. Also es gibt eine göttliche Gerechtigkeit, Karma kommt und ist sicher. Jeder von uns bekommt, was jeder verdient, was er verdient. Und so sind die Normen, so sind die Regeln vom Universum. Und das sage nicht ich, das ist Fakt. Ja? Und ich freue mich auch drauf. Warum? Weil klar, weil es gibt Sachen, die nicht so bleiben dürfen. Und das, was ich hier habe, darf nicht so bleiben. Nee. Das muss natürlich, diejenigen sollen dafür auch was bezahlen, natürlich. Ich befürchte ja.
Ja, natürlich. Ja. Und jeder oft mit seinem bestimmten, also ich sehe hier mehrere Menschen, die gegen dich was gemacht haben. Wie gesagt, wie um, interessiert mich nicht, man sieht das. Und die Sache ist, alles kommt in der Luft, alles zeigt sich. Du wirst das sehen, du wirst das sehen. Du wirst das sehen. Du wirst das sehen. Dieses Geheimnis, den ich hier habe, wirst du sehen. Stier, ich habe hier nichts mehr zu sagen. Ich meine, ich bin von deiner Energie wieder mal, ja, du siehst das, du merkst das bei mir, ja. Ich spüre eine Gerechtigkeit, das würde ich sagen. Es gibt eine karmische Situation hier bei dir. Karma gibt es hier. Karma, pur, pur, ja, das ist Karma pur. Mehr Karma als das kann nicht sein, kann nicht geben. Und ja, jeder bekommt von seinem eigenen Karma zurück. Ich danke dir, Stier, für deine Likes, für deine Abos. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss, Stier. Danke.